Sagan udah R writer. Kenapa? Jangan E udah Z. Bukan Z, ada juga Blik. Tuh, serah hoci di Fransan. Oke. Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung, und zwar indonesische Länderabend. Genau. Also ja, also wir freuen uns schon auf jeden Fall, dass viele gekommen sind, also wie unerwartet, oder? Oder hast du schon so erwartet, dass viele gekommen sind? Oh, ich will schon. Echt? Okay. Und als erstes möchte ich euch aber unsere heutige Programme bekannt machen. Ya, yeah, jadi hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya bisa hampir kita lewati. Pertama-tama aku mau ucapkan terima kasih dulu sebelum acara ini kita mulai buat kerjasamanya sejauh ini. Dan semoga juga kita akan akhiri acara ini dengan kenangan yang indah, karena ini akan jadi sejarah juga, akan jadi Indonesia Alumni pertama di Grass Mall kita. Jadi sebelum kita acara kita mulai, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Tuhan dimulai. Doa selesai. Amin. Seperti biasa ya, siapa kita Baby Grasso, Baby Grasso Ahoy. Tapi jangan ketemu sama dia. Iya, pelan aja. Ayo. Itu Hidayat kan? Gabung ya? Hidayat. 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 Kom. Siapa kita? Siapa kita? PPI Greswold. PPI Greswold. Ahoy. Iya, iya. Herzlich zum gratulierenden Abend. Ich bin Eva Presser vom International Office. Ich bin die Erasmus-Koordinatorin und auch für das Stipendienprogramm, das wir euch nachher vorstellen wollen, zuständig. Den Abend haben eigentlich ausschließlich unsere indonesischen Studenten organisiert und die werden euch jetzt erstmal dann das Programm für heute Abend vorstellen. Und ich komme dann etwas später nochmal auf den Feld. Numi? Ja? Numi, erzählt euch dann jetzt was zum Programm, ja? Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung, und zwar indonesische Länderabend. Und nach dem Vortrag werden wir euch vielleicht ein paar Fragen stellen in einer Form von Quiz. Und darüber hinaus gibt es auch einige Spiele, also drei Spiele, die wir mit euch allen zusammen machen möchten. Als letztes bieten wir auch ein paar typische Snacks. Und diese Snacks sind sehr populär in unserem Land. Und zwar unser indonesischer Länderabend. Ich möchte mich erstmal bei IO, bei International Office bedanken, die uns finanziell unterstützt haben, damit wir unsere heutige Veranstaltung besser realisieren können. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Gästen, die hier gekommen sind. Ich freue mich auch ganz, ja. Und dann, also ich will mir ganz kurz erstmal vorstellen, ich bin Firman und ich studiere Psychologie hier an der Universität Greifswald und ich vorbereitet haben, den Reichtum von Indonesien genießen können. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Danke schön.
das ist richtig schwierig für uns. Also ich habe schon jahrelang zumindest Deutsch gelernt und ich habe immer noch Probleme mit diesem Umlaut. Also ich, ja. Genau, also ja, man fühlt sich einfach unsicher, wenn es in Wort Umlaut fehlt. Also Gott sei Dank haben wir kein Umlaut. Oder ja, doch? Weil, also für mich zumindest, das rausgehen. Ich würde ganz gerne das machen, aber weißt du was, ich habe schon geplant, dass ich jetzt quasi erstmal lerne, weißt du? Also ja, und also tut es mir so leid, ich habe schon einen Strafesplan für heute gemacht. Also ich muss erstmal lernen und dann nochmal einkaufen und dann noch, also Kurs aufräumen oder so. Also ja, aber trotzdem hast du ja noch Zeit morgen, oder? Oder lebst du nicht mehr morgen? Doch, oder? Ja, aber weißt du, die Prüfung kommt schon und okay. Weißt du, was ich meine? Also, ich glaube nicht, dass ich quasi mit dem Stoff heute fertig bin. Und weißt du, ich glaube, ich muss echt noch bis abends. Also, es tut mir so leid. Also, okay, alles das gut ist voll lieb von dir, aber. Ja, also, ja, vielleicht nächste Woche. Wir können. Ja, Mann, ja, aber ich kann nicht auch mehr versprechen, ob ich morgen wieder bin. Ja, also, naja, wir schreiben uns einfach, oder? Okay. Ja. Genau, aber wenn du einfach erstmal mir quasi sagen, dann bin ich quasi auch in meinem Tank, weil ich einschätzen, dass du. Ja, also, naja, also nicht nur schon im Tank, weißt du, damit ich einfach besser dran kann. Also, weißt du, das okay, ist ja wirklich okay. Beides. Ja, ne? Ja, also, es tut mir auch so leid, aber nee, einfach. Ja. Also, du kannst einfach weiterleiten. Dann viel ja. Spaß noch und dann viel Glück für deine Prüfung. Nee, Dankeschön, Hermann, Dankeschön. Bitte. So. Wenn solche Situationen in Indonesien. Also nochmal, jemand ist nach Wieder gegangen, einkaufen gegangen und er hat an mich gedacht. Ah ja. Und jemand möchte mich besuchen. Hey Firma! Hey, Naomi, ja? Wie geht's dir? Gut, ganz gut, Ingo. Wir haben schon ganz lange gesehen. Ja, wie geht's dir? Also, ganz gut. Genau. Oh. Also ich war gerade beim Einkaufen und dann dachte ich, also Naomi wohnt ja nicht so ganz in der Nähe, aber trotzdem. Deswegen. Du möchtest mich einfach besuchen, ne? Ja. Das war nur einfach Ausrede. Ah, okay. Genau, deswegen bin ich hier. Ich freue mich total, wenn du reinkommst. Ja, aber was machst du da? Ist das okay, wenn ich reinkomme? Ja, also weißt du was, ich lese was also für morgen, für Praktikum so, ich vorbereite, aber weißt du was, also 30 Minuten, eine Stunde ist doch nicht so schlimm, ich kann doch später weiterlernen. Nee. Nein, du bist schon hier. Ja, das ist ja unmöglich, dass ich dich nach Hause schicke. Unmöglich. Ich aber rein. Ja. Danke noch nicht. Nicht so danke. Danke, dass du einfach so. Ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch so. Ja. So. Ja, also, willst du etwas erzählen, Naomi? Also, hast du schon mal so etwas erlebt, oder? Ach so, naja, muss ich das erzählen? Also, ich habe das einmal erlebt, und zwar, ich glaube, das war ein bisschen schlecht jetzt von dem Plan, also, naja, sowas in der. So ähnliche Sachen stattfinden. Und dann habe ich quasi gelernt, dass, ach so, ich glaube, das ist sehr schlimm, wenn jemand einfach vorbeikommt, ohne also vorher anzurufen oder zu schreiben, dass wir kommen. Also seitdem habe ich gelernt, okay, ich müsste erstmal nachfragen, ob es in Ordnung ist, wenn ich den vorbeikomme. Genau. Ja, das habe ich gelernt. Ja.
Thank you.
Veranstaltung sehr gefallen. Ich war vom Anfang an hier und das war wirklich sehr interessant. Also erstens habe ich gedacht, ich möchte jetzt gerne nach Indonesien fahren, unbedingt, und indonesische Sprache lernen. Das ist so einfach, nicht so wie Russisch oder Deutsch, einfacher. Und diese Tanzen waren wirklich, wirklich sehr interessant und lustig und ich bin sehr dankbar, dass ihr alles das gemacht habt. Vielen Dank. Leider kam ich ein bisschen später, deswegen habe ich erst das Ende nur mitbekommen, aber das war sehr schön. Und ganz toll fand ich da draußen, da gab es gerade eine Fotosession mit ganz tollen Kleidern und ganz tollen traditionellen Outfits und die fand ich ganz toll. Und so insgesamt gefällt mir sehr gut, ist auch sehr, sehr gut besucht, also alle Stühle waren ja voll, das fand ich sehr schön. Was ist die nächste Frage? Nächste Frage. Ja, zweite Frage ist, woher könnt ihr über diese Veranstaltung wissen? Von Facebook oder? Ja. Ich bin studentische Hilfskraft beim International Office. Ah. Deswegen. Ja, also ich weiß nicht woher. Na, normalerweise gibt es jeden Dienstag hier einen Stammtisch und naja, jemand hat mir gesagt, es gibt ein indonesisches Abend oder sowas und ich war so, oh super, schön, was Interessantes, ja, bei diesem Stammtisch. Okay, dann die letzte Frage ist, möchten euch vielleicht in der Zukunft nach Indonesien vorreisen oder vorstudieren? Also auf jeden Fall, das hört sich ja wie ein Paradies an. Ja. Und deswegen also ein bisschen braun werden und die tollen, tolle Sonne, die tollen Menschen dort kennenlernen, auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Muss das Geld nur stimmen. Aber naja, Indonesien ist nicht alles günstig. Ja, ich bin ein armer Student, ich muss ja Flugzeug und Dinge, aber sehr, sehr gerne, ja. Na und wie gesagt, ich möchte gerne nach Indonesien fahren und vielleicht, weiß nicht so, reisen und etwas Exotisches zu sehen. Also ich war schon in vielen Ländern in Europa quasi, aber ich habe noch nichts Besonderes gesehen und alle Elefanten und Bäume und sowas, das sieht sehr gut aus. Cool! Ich danke euch für die Zeit. Viel Spaß. Ja, so, ja, danke. Danke. Nein. Okay, jetzt möchte ich kurz fragen, wie fühlst du dich über diese Veranstaltung? Es war sehr, sehr schön. Es ist mein erster Länderabend und sowas. Ich habe von meinen Freunden das gehört, dass es heute einen Länderabend gibt und das ist Indonesien. Und ich hatte eigentlich viele Freunde und Kollegen, die aus Indonesien kommen, Studentenkollegen. Und das war sehr schön, die Tanz, alles. Und ich freue mich sehr, dass es ein Programm gibt im International Opus. Ich würde gerne das machen, aber weiß nicht, wann oder wie. Aber ja. Ja, sehr schön. Ja, und die nächste ist, möchtest du vielleicht in der Zukunft nach Indonesien reisen oder studieren vielleicht? Natürlich, reisen natürlich. Ich habe so viele Videos von Indonesien gesehen. Die Natur ist eigentlich nur faszinierend. Ich kann nur sagen, es ist sehr schön. Und ja, würde ich gern gehen. Und nicht nur einmal, sondern mehr. Ja. Cool, danke. Sebelum kita gitu aku mau berterima kasih buat semuanya yang udah nyiapin dekor.